merken, wie schwer der Bogen ist jetzt. You should feel the weight, hopefully, of the bow. Also der Frosch zieht zur A-Seite. Das muss ganz leise sein. Ne? No sound. Ich nenne diese Übung, die jetzt kommt, ein Oktopus klettert über Steine. So this one is the octopus climbing across rocks. Weil der Bogen soll sich wirklich an die Seite festsaugen. Because the bow is supposed to sort of suck itself onto the string. Und er macht es jetzt mit diesem Griff, er macht es. And you should feel that because the weight of the frog is right there. Ich spiele einmal vor. Ist natürlich viel schwieriger, als wenn wir das normal halten, aber ihr hört, wie der Bogen schön klebt. So it's much harder than when you hold the bow normally, but you can hear it's a really good sound. Wir probieren, das ist das Seitenschema, was wir gleich in La Folie, in der Variation brauchen. Das ist das Seitenschema. So you've spotted obviously that the strings are the strings that you'll need in a minute in La Folie with fingers. The good secure bow hold and guiding the bow without any wobbling or tilting. Wir gehen an die nächste Datei. Das ist eine vereinfachte Fassung. So this is a simplified version. Ihr dürft euch entscheiden, ob ihr diesen Griff nochmal so lasst oder ob ihr normal spielt. You can choose if you want to try it upside down or if you want to play normal. Vom Spiccato eben schon gehört. Ich sage immer, die Voraussetzung für Spiccato ist, dass man diesen Bogengriff sicher beherrscht. So to be able to do successful spiccato, you need to be able to do that. Und ein wenig können wir es in dieser Variation vorbereiten, testen. Manchmal geht es schon, manchmal nicht. So the reason this bolt that she was just showing is so important is because your little finger needs to take the weight off from the bow off the string. So without that, it will not jump. So that's why that little finger control is so important. Mit dem Zeigefinger. Give a little impulse with the index finger. Wir sind an der richtigen Bogenstelle. We'll be in the middle. Dann kann eigentlich nur passieren, dass er etwas springt. So in theory, it should just be able to jump a little bit. We're going to play the whole variation and yeah, give that a go in the middle. Ready? Go!